So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Berserk and the Band of the Hawk. Wir machen weiter mit Devil Dogs und wir hauen uns gleich rein. Wir können nur mit Guard spielen, so wie immer. Und da fliegt der Vogel in die nächste Mission, so wie in jedem Part eigentlich. So, schauen wir mal, ob ein Gespräch kommt. Ich glaube, jetzt passiert nämlich das, was ich vermute. Lad schneller. Ich glaube, jetzt kommt nämlich wieder so ein Boss-Kampf. Oder erst im nächsten Part. Jetzt einmal ein Gespräch. Viel Spaß.高狩りの前に血と英気を養っていくとするか。俺のモットーなんだ。楽しく刺激的にってな。追っ手です。黒犬騎士団が来ています。黒犬騎士団、罪人たちを徴用した兵団だ。 Ja, es passiert das, was ich mir gedacht habe, nämlich das, was wir jetzt hier sehen, ist im Film leider Gottes nicht vorhanden. Warum sie es draußen gelassen haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden sie attackiert von diesem komischen Viech, was ihr da gesehen habt. Und das ist der zweite Dämon, gegen den Guts eigentlich dann antretet. Der erste, ihr wisst ja noch, war Sword. So, wir beginnen. Hauen uns gleich mal rein. Und machen dem Namen Guts alle Ehre. So, Brücke zerstört. Wir können nur noch oben durch. Und das ist so ein Viech, glaube ich. Aber das Viech wird natürlich noch größer. Das sage ich euch auch gleich. So, wir sammeln Punkte für die Ultimates, obwohl wir können uns auch gleich auf ihn konzentrieren da. Die Black Dogs heißen die. Da gibt es halt auch wieder mal einen Anführer. Und der wird dann auch so gewaltig groß, so wie Sword. Ist ein kleiner Spoiler, aber ihr werdet es eh dann sehen. Hier in dem Part. So, wir müssen runter rechts, wie man sieht. Allerdings ist die Brücke noch nicht offen. Ja, die Brücke, sage ich. Die Brücke ist ja zerstört worden. Oben das Gate ist noch nicht offen. Das heißt, wir müssen noch gegen diese Typen da antreten, da kommt er auch schon. So, das ist mal wurscht, Hauptsache er ist unten. Wir attackieren ihn gleich, zack, zack. Wir können ihn sogar aufspießen, das ist sogar very nice, muss ich sagen. Und gleich nochmal, zack, sehr gut, das war's mal mit ihm. Wie man sieht, dieses blaue Rufzeichen, da bewegt sich irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, ich komme ja noch nicht rüber. Ich kann denen noch nicht helfen. Ich bleibe hier auf meiner Seite und muss einfach nur die Typen da abwehren. Da kommt schon der Nächste. Ah, obwohl ich das gerade eingesetzt habe, hat sich das nichts gebracht. So, er ist unten vom Pferd, das ist schon mal gut. Wir aktivieren unsere Ultimate. Sammeln Punkte hier. Mehr Punkte bitte, wenn es geht. Hallo? Punkte? Danke. Geht schon. Ah, genau wie ich drauf drücke. Rennt's ab. Na, ist ja wurscht. Dafür haben wir es dann beim nächsten Kampf gleich aufgewertet. Der kann sonst so nichts mehr anhaben. Batz! Und wir haben ihm den Golf gespielt. So, das ist er.
Das ist, glaube ich, der Anführer. Der wird dann natürlich noch größer, sage ich auch gleich nochmal. Meine Freundin hat mir davon erzählt, deswegen weiß ich auch von dem Kampf. Nämlich wie ich das zum ersten Mal gespielt habe, so, hä? Wieso? Das kommt gar nicht vor. Und wie man sieht, der hat schon eine größere Lebensanzeige da. Jetzt einmal kurz durchschütteln und Getscha. Schwert aufnehmen und... Ja, boom! Jawohl. So. Er geht rein in die nächste Phase. Was mich auch nicht wirklich interessiert. Und gleich nochmal, weil es so lustig war. Und zack! Komm her da, Wade. Oder Wild, oder keine Ahnung, wie man dich ausspricht. Aua, das war ziemlich gemein von dir jetzt. Wir müssen ihn einmal besiegen. Dann kommt er noch einmal. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, es ist der gleiche. Na geh. Komm, 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 steh auf, Gatz. Ah, da ist noch so ein Officer, den hauen wir gleich runter, wenn wir mal endlich aufstehen können wieder. Dankeschön. Ja, ja, komm nur, stell dich mir, kriegst noch ein paar in die Fresse da, du Scheißkreatur. So, geht schon, Punkte sammeln. Punkte, 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 Punkte. Und Getscher, hau rein, Alter. Jo, hat ihn ausgeschalten. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr nice. Ich liebe dieses Spiel. So, das Gate ist noch immer nicht offen. Aber meine Truppen kommen immer weiter voran, wie man sieht. Durch das, was ich hier mache, indem ich sie einfach aufhalte. Vitalität voll, okay, super. So, da kommt gleich der nächste. So, da brauchen wir nicht die Ultimate einsetzen, die heben wir uns auf für den Boss dann. Die halten Gott sei Dank eh nicht so viel aus. Da ist er wieder, Schätz. Jetzt müssen wir ihn nochmal besiegen. Wir aktivieren. Und stürm rein, Alter. Aua. Und geht schon, gleich nochmal. Er hat nicht sehr viel zum Ausrichten da gegen mich jetzt momentan. So, das war schön. Da kann man nichts sagen, das war wirklich schön. So, ist das jetzt endlich aktiviert da oben? Nein, noch immer nicht. Na, dann machen wir da unten weiter. Perfekt haben wir, sehr leibend. Oh, ich liebe dieses Wort. So, jetzt kommen die da unten raus. Langsam aber sicher sollte das Gate da oben aufgehen. Damit ich mal da rüber komme. Jetzt da wahrscheinlich bald. Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, jetzt da. So, und wir verpissen uns. Moment, da ist noch einer. So, komm her. Ah, er ist schon wieder da. Okay, ich muss ihn nochmal beseitigen hier. So, gleich mal runterpötzt. Und gleich mit dem Schwert auf ihn drauf. Boom! Wie weit sind wegfetzt? Du hast keine Chance gegen mich, ja? Bleibst du jetzt mal da kurz stehen? Ich hoffe, ich habe ihn getroffen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Und ihr schleicht euch da jetzt einmal, da? So, Moment. Und gleich nochmal, jetzt ist er weg. So. Ihr könnt mir nichts anhaben. Keiner kann mir was da anhaben. Her mit euren Punkten. So, wir schleichen uns, wir rufen unser Pferd. Wir müssen rüber und helfen. Die lassen wir jetzt einfach mal da stehen. Ja, natürlich. Moment. Einfach nur, weil ich will. Ich will einfach. Kommt her da. Ja. Komm mal da rauf, hä? Ah, er kommt schon wieder. Ja, ja, er soll nur ruhig kommen. Und so öfter sich ihm dann niederbötz. Ah, wir können gleich zünden und geht schon. Boom! Zwar haben wir getroffen, da haben wir was gekriegt. Er geht in seine nächste Form, interessiert mich auch weniger. Alter, hör auf mit dem Dreck. Ich sehe nicht einmal was. Tut mir leid, jetzt wegen der Kameraeinstellung. Ich drücke einfach nur drauf. Das war nice. Habt ihr den Combo gesehen? Oh, wirklich leibend. So, Getcha, komm her da jetzt da. Brich zusammen und bleib am Boden, Alter. Komm, Alter, gib ihm, gib ihm. Soll ich dich nochmal staggern, hä? Mit meinen Wurfmessern? Die sind schon wieder aufgeladen, hä? Aua, er hat mich gestaggert, der Wichser. So, wir müssen warten. Lalalala, Gott sei Dank ist die KI nicht so klug. Getcha, reinrauchen. Bin ich jetzt nochmal gestaggert? Nein, okay, gut. Komm, Alter. Irgendwann reicht's auch einmal. Ich möchte jetzt nicht meine Ultimate raus. Alter, meine Ultimate raushauen, nur wegen diesen 5 cm, die du noch da oben hast. Okay, ich glaube, ich muss. Das geht sich aus, das geht sich aus, das geht sich aus. Komm, komm, komm. Oh. So, wir haben ihn. Zum 10. Mal. Vitalität wäre nicht. Na, Gold brauche ich nicht. Moment, da hinten hat es auch noch gefunkelt. Vitalität, ein bisschen was besser als nix. Schleicht euch da jetzt da. Und ab geht's. Ach, sehr gut, davon haben wir nochmal Vitalität. Oh. 500, ja, besser als nix. Wir lassen die Augen offen. Und wir haben über 1000er. Wir haben über 1000er an Kills gemacht. Wir aktivieren die Ultimate, würde ich sagen. Und rauchen da mal ganz, ganz schön rein. Ja, boom! Haben wir gleich mal 2 wieder ausgeschalten. Items haben wir gekriegt. Super. Vitalität. Jetzt brauche ich wirklich Vitalität, aber es kommt nichts. So, Pippin ist eh da. Moment, Pippin ist fast im Arsch. Sehe ich gerade. Das ist nicht gut. So, da vorne haben wir nochmal Vitalität. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das brauche ich jetzt da. Dankeschön. 2000er. Soll ich jetzt wieder zurückgehen? Da ist ein Hinterhalt.
Na, ich glaube, ich bleibe eher bei Pippin, nämlich der ist gerade da mitten in einen Kampf verwickelt. Warte, ich komme schon. Die werden ja wohl von da hinten dann nach vorne stürmen, hoffe ich einmal. Der bleibt eh oben auf seinem Pferd, der Pippin, das ist auch gut. Das heißt, er ist jetzt da nicht so von Schaden betroffen. So wie ich zum Beispiel. Okay, wir sollen diese Fässer da zerstören. Nehmen wir mal an, wegen Wegabschneidung. Wie gesagt, das kommt leider Gottes nicht im Film vor. Das hätte ich aber gern gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber, wieso Mission failed? Aber wie gesagt, es kommt ja noch die Serie nochmal raus. In Japan wurde, ich glaube, vor einer Woche die letzte Folge der ersten Staffel ausgestrahlt. Das heißt, sie wird gerade übersetzt auf Deutsch. Kann aber leider noch nicht sagen, wann sie leider rauskommt. Kann ich leider nicht. Steht noch nicht fest. Aber ich schätze, es kommt noch dieses Jahr. So, da ist er schon wieder, der Wichser. Das, was du kannst, das kann ich auch. Alter, du gehst mir aber ziemlich am Arsch. Alter, ja, du gehst mir ziemlich auf die Eier jetzt. Komm, steh auf, Gatz. Da kann man leider Gottes nichts machen. Vielleicht alles? Oh ja, man drückt einfach alle Knöpfe. Dann kann man das anscheinend verschnellern, dass er wieder bei Bewusstsein ist. So, allerdings sollten da noch so welche... Alter, was geht denn jetzt ab? Noch so welche besser sein. So, darf ich jetzt wieder mal da? Danke. Alter, der Typ geht mir voll auf die Eier. So, geht schon. Und hau dich rein. Das müsste eigentlich reichen. Na, noch nicht ganz. Komm, 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 go. Alter, ich muss ihn nur einmal treffen. So, Hammer. Er ist schon wieder gefallen. So, und irgendwo müssen dann noch irgendwelche Dinger sein zum Zerstören. Allerdings sehe ich sie nicht. Aufgespießt, zack, boom. So, jetzt habe ich ziemlich viel weggeräumt. Und die nächsten kommen gleich. Ja, ich muss das aktivieren. Moment. Da hinten haben wir eins. Jetzt haben wir alle gefunden, glaube ich. Ich war nur irritiert, dass da viermal das alles blinkt da. So, Mission cleared. Behiliten haben wir auch gefunden, sehr gut. Und wir gehen runter. Gibt es da noch irgendwo... Da hinten noch was? Ja. Gott sei Dank habe ich nochmal geschaut. Zack. So, da haben wir nochmal Vitalität, die brauche ich jetzt auch. Und
Und da drinnen haben wir auch Vitalität. Na, jetzt kommt gleich der Bosskampf. Da möchte ich jetzt aber noch nicht meine Ultimate einsetzen. Mission cleared, okay, gut. Wir mussten einfach nur runtergehen anscheinend. So, da ist er. Zum x-ten Mal jetzt schon. So, runter da von deinem Pferd und ab mit dem Schwert in deine Fresse da. Reinforcement have arrived. So, wir aktivieren. Und hauen uns gleich mal rein, würde ich sagen. Er geht in die nächste Form, so wie immer. Komm her da, komm her, lauf nicht weg von mir. Putz! Du Arschloch, du Geschissenes. Du kriegst von mir voll in die Fresse gehaut, Alter. So ein hässliches Stück Scheiße, Alter, wie du bist. Ja, du hast mir in die Fresse und ich hau dir in die Fresse, ha? So, wir aktivieren. Und immer schön brav drauf. So, Getcha. Wie wär's, wenn's mal landest und ich spring mal auf dich drauf mit meinem Schwert, ha? Boom! So, hast noch gerade noch so überlebt, ha? Hast Glück gehabt. So, das war's mit dir, Arschloch. Allerdings war's das noch nicht. Natürlich nicht. So, er hat sich transformiert. Das ist das, was ich euch auch vorher gesagt habe. Warte mal, ich schaue nur gerade. Nämlich, ich kenne ja, wie er wirklich ausschaut. Ich weiß ja, wie er ausschaut. Na, man sieht's nicht. Das haben sie weggelassen. Nämlich eigentlich sollte man seinen Penis sehen. Ja, das sollte man eigentlich sehen. So, ich brauche mal kurz was zum Regenerieren. Das holen wir uns jetzt auch. Mal ganz kurz abwählen da. Und Guts bringt den Typen so um. Alter, okay. Okay, aus, Schluss, aus. Böser, was weiß ich was. Ich aktiviere mal. Und machen einen Vorwärtssprung. Boom! So. So, er geht in die nächste Form. Ja, Guts bringt ihn halt um, indem er eigentlich seinen, ja, Penis, kann man so sagen. Penis. Ja, aufschlitzt, kann man so sagen. Also er schneidet ihn ab und dann durchbohrt er ihn halt. Der kann aber nicht sehr viel, der Boss. Wie man sieht, seine Leiste geht langsam runter, aber ja, es gibt schwierigere Gegner hier in Perserk. Bei Griffith habe ich mir auch ziemlich leicht an, aber dieser Typ mit diesen, dieser Ninja, da habe ich mir ziemlich schwer an. So, einmal ganz kurz, zack, und er geht in die letzte Form, glaube ich. Ich glaube, das ist die letzte. Wir aktivieren den ultimativen Modus hier und schauen, dass wir so viele Punkte kriegen wie möglich. Ja, hör auf, da depperte Steine zu spucken, Alter, was ist denn jetzt? Ja, genau. Ich drücke auf Blocken, es funktioniert aber nicht.
Ich drücke auf Ausweichen, es funktioniert aber nicht. So, wir haben ja noch eine Kiste da, Gott sei Dank. Die holen wir uns jetzt auch gleich. Zack. Bisschen Vitalität, da haben wir nochmal Vitalität. So, und jetzt müssten wir ihn eigentlich kalt kriegen. So, was auch immer er da macht. Ich hab... Uiuiuiuiuiui. Das war knapp. Jetzt bin ich gerade noch rausgekommen. Auf das habe ich vollkommen vergessen, dass er das kann. Ey, hör auf mit dem Dreck. Das Coole ist, er wirft mich ja eigentlich, rein theoretisch wirft er mich ja weg. Aber ich lande trotzdem vor ihm wieder. So, geht schon. Ja, das war schön. So, solange er auf dem Boden liegt. Na, er nimmt trotzdem keinen Schaden. Jetzt nimmt er wieder Schaden, okay. Das, was du kannst, kann ich auch. So, du bist Geschichte, Alter. Und zwar jetzt. Mission cleared. Victory. やだ。ジュリが来ないよ。早く呼び出せ。あの方たちを。真紅のベヘリット、覇王の卵。呼び出せ。それを使って。我らが守護天使を。4人のゴッドハンドを。ゴッド。 てめえは、ゾット、ノスフェラドゥ、ノスフェラドゥ、ゾット。てめえ何のつもりだ。あの方たちの命令か。いや、そんなはずねえ。望むままを行う。それが俺たち人の唯一の戒律のはずだ。そうだ。俺がここで貴様を引き裂いたとしても、 俺の自由。待て。てめえに聞きたいことがある。ショックって何なんだ。この猿の化け物のことじゃねえのか。てめえの言ってた逃れられない死ってのは、こいつのことじゃねえのか。 間もなくわかる。すぐに。おい！ So, wie gesagt, das kommt leider Gottes in dem Film nicht vor, deswegen haben sie es auch selber animiert. Ich wäre auch ziemlich froh gewesen, wenn sie komplett das ganze Spiel auf ihre Art und Weise animiert hätten. Aber wie gesagt, es ist auch eine gute Idee, dass man einfach die Cutscenes aus den Filmen nimmt. Nämlich so macht man noch einmal Werbung, sodass der Anime noch berühmter wird, wenn er vorkommt, auch noch in einem Spiel. Okay, gut. Das Viech ist erledigt. Xord hat ihm den Rest gegeben. Und wir kommen sicherlich auf 30. Und wir haben etwas Neues dazugelernt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Very nice. Get Action. Ja, neue Combo halt. So, wir drücken auf X. 1, 2, 3. Wie viele Beeliten hat es da gegeben? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es dann eh gleich sehen. Wir sind wieder auf 29 Minuten. Schauen wir mal, ob noch was kommt oder ob wir den Part beenden können. Einmal Ultimate mit Puck. Der kommt dann auch noch vor. Allerdings erst, wenn wir mit dem goldenen Zeitalter 3 fertig sind. Erst dann kommt dieser Charakter vor. So, noch ein Gespräch. Viel Spaß. Oi. Jōdan da yo na. Ano Griffiths ga kore kara ja nakatta no ka? Griffiths ga modotte kite kore kara ja nakatta no ka yo? Wake mo wakaranai uchi ni zainin ni dechi agerarete. 一年中虫けらみたいに逃げ回って仲間も半分以上殺されて、それでもグリフィスさえ帰ってくりゃって。
信じた挙句がこれかよ。どうするんですか。これから俺たちどうするんですか。鷹の団が全滅したわけじゃないんだ。このままキャスカ隊長が。グリフィスあっての鷹の団、それはみんな分かっているはずだろう。ここに残ってるものならなおさら。だけどそれじゃ俺たち。おい、お前ら。時間をくれないか。別動隊が合流するまでまだ間がある。それまで考えさせてくれ。お前、さっきみんなに何言おうとしたんだ。自分で挑んだ戦の蹴りぐらい自分でつけろってさ。強いな、お前。自分で挑んだ戦だから自分からやめられないこともあるだろう。そのセリフを今のグリフィスに言えるのか。みんな弱いんだ。弱いから人や夢にすがってる。すがるものをなくしてしまった人には何かしてあげられるのかな。優しい言葉をかけること、厳しい嫉妬。私は誰かにそばにいてほしかった。お前どうすんの、これから。また武者修行か。お前は居残った連中誘って盗賊でも始めるか。そうすりゃグリフィス一人くらい面倒見られるだろう。だったら俺も。お前はもう抜けた人間だろ。お前はもう自分の戦を始めちまったんだからな。今度こそはキャスカを連れて行けよ。無理やりでも何でも。出ないとあいつ。隊長。ガッツ隊長。また一人でどっか行っちまうんですか。お前ら。今度は俺たちも連れて行ってください。切り込み隊全員で決めたんです。アシラ、まだまだやれますぜ。隊長さえいてくれれば、傭兵だって何だって。So, das soll's gewesen sein. Schauen wir mal, ob wir noch ein Event haben. So, Guts möchte wieder mal die Falkenbande verlassen, weil er ja jetzt Griffith befreit hat. Schauen wir mal. Der Eclipse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Eclipse. Einer der schwersten überhaupt hier. Und wir haben einen Beeliten, haben wir nicht gekriegt. Das muss ich mir dann anschauen. Wie viele gibt's da? Da gibt's nur einen einzigen. Okay. Der Eclipse. Das ist das, was jetzt da, was wir in allerersten Part gesehen haben. In allerersten haben wir den gesehen. Und zwar dieses Dämonenreich, kann man eigentlich so sagen. Und ja, wir werden jetzt da gegen Griffith kämpfen. In seiner neuen Gestalt. Allerdings dazu mehr im nächsten Part. Ich hoffe, bis dato hat es euch gefallen. Macht's es gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.